Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier noch in Madrid und schau mal, wohin die Reise geht. Ja, zum Mountain Resort in Winterland. Würde ich sagen, fahren wir dorthin mit Christmas Beverages. Ja. Machen wir das mal. Ja, genau. Mit dieser Fahrt werde ich auch dann das persönliche Ziel abschließen. Weil haben wir es überhaupt denn? Oh, 36 Kilometer müssen wir erstmal fahren, um die Fahrt abzuholen. Was habe ich gesagt? Ah ja. Demnächst links abbiegen. Sprich, wir fahren dann aber nochmal vom Winter, vom Mountain Resort fahren wir nochmal, ja, zurück in die Overworld, genau, in die reale Welt quasi, in die Vanilla-Welt. Und von da aus geht es dann normal, zumindest weiter, dass ich dann irgendwann, also ich würde es eigentlich so machen, dass ich so um die 500.000 einfahre und dann im Balkan, ich weiß halt noch nicht ganz genau wo, also jetzt halt im Westbalkan, dass ich mir dann in der Stadt was hole, weiß ich nicht, wird sich der Sarajevo anbieten, Sarajevac, irgendwas in die Richtung, wenn es eine Garage gibt, ja, in Sarajevo gibt es eine Garage, Kragujevac auch. Dass ich mir einfach eine Garage hole und vielleicht dann auch, also vielleicht eine Sache hier von der Garage hole, eine in Bukarest und dann das so lange in Anführungszeichen fahre. War ich da gewesen? Muss ich doch eigentlich, aber nicht. Eigentlich schon. Und dass ich dann quasi einfach noch so fahre, dass ich da 500.000 dann irgendwann noch habe. Den Truck werde ich hier auch restaurieren. Ich gehe auch nochmal ordentlich Geld für drei investiert werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann so, ne, wie bereits gesagt, vielleicht so zwei Videos, jetzt ATS, ETS 2 mäßig, dann auch wöchentlich rausbringen, wenn kein Event ist, bis halt die Ziele so erreicht sind. Für ATS jetzt, Garage in Kansas, und den, boah, was war das noch? Das müsste der Volvo FNL sein, den ich noch restaurieren muss. Bitte rechts halten. Aber kann, können, sollte, müsste. Und halt dann die Millionen wieder erreichen. Sprich, dann wird es wahrscheinlich längere Videos geben, dann den einzelnen. Vielleicht würde ich eventuell auch hier in Dings, in Spanien oder auf der Iberischen Halbinsel mit Garage wäre auch nicht verkehrt. Einfach, als ich ein bisschen Garagen verteilt habe, falls irgendwie eventmäßig ist, dass man da schnell was vor Ort hat und auch ein bisschen Platz hat für Trailer und so weiter und so fort. Und Trucks natürlich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ja, und sobald ich dann wieder hier einen Rechner stehen habe, der funktioniert, ich glaube, dritte Ausfahrt nehmen. Heute haben wir den 16., ich glaube, um den 26. herum ist, glaube ich, die Dings am Ablaufen, die Garantie, das heißt, dann kann ich dann nimm diese irgendwo hier immer den Rechner hinbringen und reparieren lassen.
links abbiegen. Links abbiegen. Links ab. Endlich, wir sind da. Ich drücke mir überlegen, also ich glaube, wir haben hier in der Nähe, also in der Nähe meine ich so, keine Ahnung, 1,5 Kilometer, haben wir einen Laden, der, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, also ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, weil ich fahre da meistens gar nicht lang. Aber damals vor ein paar Jahren, war er da? Ich glaube, der ist immer noch da, wo man den reparieren, hinbringen kann zum Reparieren. So, hier Dings. Puh, was ist das nächste? Das nächste ist eigentlich hier. Also, es gibt nur ein gewünschtes Portal, das nochmal 100 Kilometer entfernt ist. Prinzipiell kann ich da auch, ich glaube mittlerweile kann ich ihn da schon hinbringen, ich weiß nicht, müsste ich nur mal schauen. Den Laptop, Notebook, whatever. Biege nach rechts ab. Wo ich glaube der Kühler oder so, der Lüfter, nicht mehr wirklich lüftet. Immer geradeaus. Aber dafür wollte ich erstmal, also ich musste ihn erstmal wieder aufladen, dass ich dann da am die Sachen sichern kann. Vielleicht ist auch irgendwie mittlerweile auch die Festplatte so angehitzt worden durch die Überhitzung, weiß ich nicht. Oder es macht, ist halt der Kühler, der, oder der Lüfter, der so die Geräusche macht. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ach, verdammt. Die Straßenführung war, hat mich gerade kurz verwirrt. Okay, wir haben ja schon 1000, einfach schon 1000 Dollar verloren, 1000 Euro verloren natürlich. Bei der Fahrt hier nur. So, jetzt nicht hier, sondern später. Worauf ich jetzt in diesem Kontext darauf hinaus wollte, weswegen ich davon jetzt gerade ein bisschen war. Wenn der dann hier steht, ich weiß, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, wenn der hier steht dann und funktionstüchtig ist, dann, oh Gott, da war ja was. Ich bin schon komplett wieder in der Zone hier. Dann, und ich sag mal, der 2 Monate funktioniert hat, der gelaufen ist, wird wahrscheinlich dann, wobei vielleicht, weil ich einfach zum Testen dann auch schon bitte links halten. Stream, also dann werde ich wahrscheinlich hier die ganzen Sachen, sobald ich hier noch nicht erreicht habe, in den ganzen Aufnahmen, Überbrückungsaufnahmen, werde ich das Ganze dann streamen, und wenn dann die 2 Monate um sind, wo der Rechner dann keine Probleme macht, dann geht es wieder normal in Anführungszeichen los, sprich mit normalen Videos, in Anführungszeichen normalen Videos wie jetzt ETS 2 ATS Train Sim World. Und auch diverse andere Sachen. Also City Skylines will ich jeden Tag ja nochmal zu Ende bringen, bevor ich mit City Skylines 2 beginne. Muss ich jetzt schon wieder rechts runter? Ist ja auch wild hier. Wir fahren ja nur von Abfahrt zu Abfahrt. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Genau, Anno 2205. Die Ausfahrt rechts. Werde ich dann wahrscheinlich versuchen, auch möglichst, sagen wir mal, möglichst. Möglichst zeitnah ist halt auch Schwachsinn, weil das ist halt noch eigentlich viel zu tun.
Also da würde ich dann wahrscheinlich auch mit. Also ich weiß noch nicht wie und ob. Aber ich glaube, ich versuche das ein bisschen mehr kompensiert zu machen, die Folgen. Eher so ein bisschen thematisch. Wie jetzt auch dann in Edenthal. Also in City Skylines 1. Und wahrscheinlich irgendwann auch in City Skylines 2. Transport Fever 2 werde ich natürlich auch weitermachen. Mit der Sweet Asia Map. Ja. Und diverse andere Sachen. Aber das alles dann wahrscheinlich so frühestens ja Ende des zweiten Quartals. Glaube ich auf jeden Fall auch dann wieder eine gute Sache, wenn ich dann wirklich wenn das Ding dann hier steht und ich dann die Videos auch schneller wegrendern kann. Also oh Gott, ist das eng hier. Wo war ich? Ah ja, weil jetzt so bei diesen Videos hier, die sind, also gut, die Videos, die ich jetzt hier aufnehme, sind halt nicht ganz so groß. Also prinzipiell wären sie wahrscheinlich so, okay, wenn ich jetzt mit den Aufnahmesettings, die ich jetzt habe, wenn ich die jetzt auf einen anderen Rechner übergreife und dann mit 60 FPS, dann bin ich, glaube ich, auch bei solchen Videos wahrscheinlich so bei 15 GB. Aber auf jeden Fall, das Rendern dauert hier halt auch etwas länger. Also würde ich wahrscheinlich wegrendern und bekommen 20 Minuten oder so. Also dann ist halt echt das Bearbeiten eigentlich nur noch das lange. Oh Gott, oh Gott. Aber ja, das wird auch wieder schneller gehen. Mich halt, wie alt meine 8 Terabyte mittlerweile ist. Also die ist ja auch schon etwas länger. Und dann rechts halten. Dürfte jetzt auch mittlerweile. Rechts halten. Gute Frage, wie alt ist die? Bleiben Sie immer geradeaus. 8 Jahre? Immer geradeaus. Nein, nicht immer geradeaus. Ich das bin nicht falsch. Ich hätte da rechts gemusst. Ja, das war eine sehr schöne Fahrt. Okay. Einfach random ein Busch, der dann doch. Wir kommen wahrscheinlich nicht nah genug dran, dann. Machen wir, fahren wir gleich kurz in eine entgegengesetzte Richtung und hoffen, dass wir keine Strafe bekommen. Verschwinden dann im Portal. Ich habe das Gefühl, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber ich habe es wieder vergessen. Oh, schön neblig. Wo müssen wir hin? Oh Gott, das ist ja noch sogar nochmal 83 Kilometer. Durchs Town Square durch. Haben wir genau den perfekten Punkt erwischt hier. Ich werde da nochmal ordentlich weit fahren. Also dafür, dass das ja eigentlich
dieses Event ja doch ein recht kurzes Event ist von den Fahrten, so von, sagen wir mal, 12 bis 20 Minuten, ist das jetzt, diese Fahrt dann jetzt deutlich länger. Also die wird wahrscheinlich so eine 25 Minuten Fahrt sein. 30 Minuten. Das war knapp. Ach, und hier mit Alaskan Road Truckers, weil ich auf alle Fälle dann auch anfangen mit Aufnahmen und so. Und Outback Truckers ebenso. Also ich hoffe, dass das Ganze ZR-mäßig hier steht, wenn das dann draußen ist. Ich hoffe, das kommt nicht vorher raus. Weil darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich fahre jetzt einfach mal hier ein bisschen schneller so, ne? Also vor allem, wenn wir gerade Strecken haben. Gut, ist jetzt zwar keine gerade Strecke. Aber jetzt muss ich weitaus vorher bremsen, einfach. Weil wir einen längeren Bremsstick haben. Oder keinen so starken Bremsstick, aber ich glaube, das passt gerade ganz gut. Aber ich denke mal, das ist dann halt vor allem, wenn der Rechner dann wieder steht, einsatzbereit steht. Ich denke mal, ich werde, bevor ich den zur Reparatur bringe, werde ich einfach nur, just for fun, den wieder hier an, wahrscheinlich den rechten Monitor anschließen. Und, einfach just for fun den mal wieder anmachen und schauen, dass ich dann einfach mal, ja gut, Windows einmal update und Treiber-Update mache. Einfach, just for fun. Wenn ich es hinbekomme. Oder ohne Bluescreen. Und dann probiere ich es einfach mal aus. Dann lasse ich den, also je nachdem, ne? Also wenn das einfach nicht möglich ist und so, dann ist es halt nicht möglich. Dann bringe ich ihn ja zurück. Und noch mal erstmal vor, was da irgendwie auf dem Platte auf der Platte ist. Und versuche dann die andere Platte. Wobei ich würde es auch einmal einfach ausprobieren, ob es vielleicht an der 2 Terabyte Festplatte liegt, ob das vielleicht das Problem ist und gar nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Hardware-Problem ist oder whatever. Wir sind einmal ohne, also nur mit der SSD und lass den Rechner einfach auch mal, keine Ahnung, ein bisschen laufen. Schau, ob dann da ob er wieder abstürzt. Und dann bringe ich ihn da zurück. Ich meine, wenn das dann auch nur mit der SSD, also wenn das auch ohne die HDD Probleme gibt, dann bringe ich ihn einfach ohne HDD dann zur Werkstatt und dann können die damit dann ihren Spaß haben, weil wenn das dann nicht an der HDD liegt, sondern auch an der Hardware oder an der Software, die auf der SSD ist, dann haben die ja genügend Material zum Testen. Hier bergab, oh Gott. Jetzt.
Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn noch fange. Ich habe gedacht, schön, Sonnenuntergang. Ich habe gedacht, wir machen jetzt ein Saldo oder so. Pff. Da ich hier noch nicht lange gefahren. Ach gut, ist ja auch nicht relevant. Gibt da keine Achievements oder so. Es wäre auch so ein Ding. Also wäre eine nice Sache, wenn es jetzt so bei solchen Event-Dingern auch so kleine Sonder-Achievements gibt oder so. Die schafft man halt auch nur einmal im Jahr oder so. Oder geschafft ist dann vielleicht nur einmalig, aber wahrscheinlich genau deswegen gibt es das nicht. Aber es wäre vielleicht so eine Sache, wenn man sagt, okay, wenn man eine eigene Karte hat und die Fahrten vergleichsweise kurz sind und keine Limitation haben zu Minimum, keine Ahnung, 200 Kilometer, und man dann noch zusätzlich dazu, weil es halt so ein kurzes, so kurze Fahrten nur sind, sagt, okay, wir erhöhen das, wir verdoppeln das, wir verdreifachen das Ziel, dass man dann halt das einfach so reinbringt. Ich meine, man hat ja nichts davon so, ne? Also klar, ne, wenn man irgendwie so rein technisch gesehen hat man nichts davon, es sei denn, dann ist man ist ein Achievement Hunter. Irgendwas wollte ich noch sagen, die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wenn nicht, dann habe ich es einfach vergessen. Dann laden wir mal ab. Ah, ich weiß es wieder. Das Event wurde ja sowohl von Kansas und von vom Christmas Winterland Event, das wurde ja erweitert zum 5. Februar. Glaube ich. Um den Dreh Anfang Februar auf alle Fälle und nicht Mitte Januar und ist auch gar nicht mehr so verkehrt. Dann habe ich jetzt gar nicht mich so direkt angestrengt, das zu beenden und habe es deswegen auch längere Zeit jetzt keine Videos, deswegen wird wahrscheinlich noch eventuell ein bisschen so weitergehen, einfach weil ich gerade in Gold Rush so ein bisschen was am Testen bin für die nächste Season. Deswegen. Und nebenbei Neverwinter gerade mit dem Event kurz vor der Tür steht. Und sowieso einfach nicht wirklich die Zeit dazu finde. Ja. Deswegen ist das ganz gut. Kriege ich locker noch hin, aber vielleicht werde ich dann schon ab dieser Woche dann sagen, okay, 2 Videos nur noch die Woche. Ja, ausgezeichnet. Christmas Beverages von nach Mountain Resort geliefert. Gefahrenstrecke ganz vor 48 Kilometer. Dauert 22 Minuten. Verbraucherkraftstoff 139 Liter. Erledigte World of Trucks Aufträge in ETS2 183. 6.500 gab es dafür 263 Erfahrungspunkte, 2000 noch nicht. Das Achievement habe ich jetzt abgeschlossen. Dann fahren wir noch im nächsten Christmas Wonderland Event Video, fahren wir dann noch von wahrscheinlich hier vom Mountain Resort, wo auch immerhin uns das Spiel dann bringt. Und danach war es das auch für mich von dem Event. Und dann fahre ich, wie gesagt, hauptsächlich. Ich glaube, ich werde das dann. Wobei, ich glaube, ich bleibe noch dabei, dass ich das dann. Ich entweder bleibe ich bei Preis pro Streckeneinheit oder ich gehe einfach auf Preis. Wobei Preis pro Streckeneinheit nicht am sinnvollsten ist. Und fahre dann einfach halt dann normal so gesehen in die Aufträge, bis ich dann das Geld eingefahren habe. Ich meine, wir haben nur 132.000. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie viel das alles kostet. 100 bis 180.000, glaube ich, die Werkstatt. Ich meine, es waren 82.000 für den Truck zum Restaurieren. Also ein bisschen was wird noch eingefahren werden. Ebenso wie in ATS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.